Hallo, liebe Freunde. Immer mehr sonnige Tage kommen. Schönes Wetter lockt uns rauszugehen. Das sollen wir auch tun. Ob klein oder groß, raus in die Natur, frische Luft tanken, über die Sonne auch Vitamin D aufnehmen, weil Vitamin D, das ist das einzige Vitamin, wo wird über die Haut aufgenommen und im Körper gespeichert, wo kann auch über langere Zeit ja, dem Körper abgegeben. Einziges vielleicht sollte man nicht vergessen und beachten, wann Sie zusätzlich Vitamin D zu sich nehmen und wann Sie über die Sonne nehmen auf, eventuell auch unter Kontrolle, besprechen Sie auch mit dem Arzt, ob nicht Überdosierung das zustande kommt, wo das kann auch Leber überbelastet oder auch andere Folgen haben. Aber das merkt man. Wir haben Ende Februar, aber Frühling ist schon am Kommen. Antiblüten, wo befinden sich im Gärtner oder auch im Wald, sieht man schon die fleißige Biene. Sie sind schon am Arbeiten und sammeln ernste Nektar. Und das ist schön, das zu sehen, wo Frühling kommt, wo freut man sich und wird man auch gesünder im Körper, Geist und Seele. Genießen Sie diese Zeit, genießen Sie dieses schöne Tageslicht, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis bald.